Schön, dass du dabei bist, heute bei dem glutenfreien und schnellen Apfelblechkuchen. Den Teig hast du in 10 Minuten hergestellt, in weiteren 40 Minuten ist er gebacken und du kannst ihn genießen. Und wie du diesen wunderbaren Kuchen herstellst, das zeige ich dir gleich. Aber vorher den Backofen auf 175 Grad Ober-Unterhitze vorheizen. Und wenn das erledigt ist, dann kommen wir zu den Zutaten. Du brauchst Salz, weiche Butter, Milch, glutenfreies Universalmehl, Backpulver, Zucker, Mandeln, gemahlen, Äpfel, Zitrone, Eier und für den Belag nochmal Mandelblättchen und etwas Zucker. Los geht's! Die Äpfel schälen und mit so einem Spaltenschneider habe ich sie mir dann geteilt. Das geht schnell, du kannst es aber ganz normal auch per Hand machen. Die Spalten habe ich noch in grobe Würfel geschnitten und in eine Schüssel hineingetan und mit Zitronensaft beträufeln, damit sie nicht dunkel werden, und stellt sie dann zur Seite. Für den Teig die weiche Butter kurz aufschlagen und dann den Zucker in 2 bis 3 Portionen mit dazugeben, damit es eine hellweißliche Masse ist. Wenn das geschehen ist, dann kommen auch schon die Eier einzeln mit hinein. Jedes Ei einzeln mit unterschlagen und wenn das erledigt ist, dann das nächste. Die Mengenangaben zu dem Rezept und der Link, wo du es ausdrucken kannst, findest du direkt unterhalb des Videos. Schau einfach mal nach. Wenn die Eier eingearbeitet sind, gebe ich auch schon die gemahlenen Mandeln mit hinzu und auch die dürfen mit hinein. So, alles grob erledigt, dann zur Seite stellen. Jetzt geht's ums Mehl. Das siebe ich direkt in die Eibuttermischung. Dazu gebe ich einen Teil des Mehls mit dem Backpulver in ein Sieb, siebe es direkt drüber. Und dann wird das Ganze kurz durchgerührt und noch etwas Milch mit dazu, damit es eine schöne Mischung gibt. Es sollte klümpchenfrei sein und so verfahre ich in 2 bis 3 Portionen, bis das ganze Mehl mit der Milch aufgebraucht ist. Also nochmal drüber sieben, unterrühren, Milch mit dazu, fertig. Sieht das nicht lecker aus? Ich liebe diesen Kuchen. So, jetzt geht's aber auch gleich weiter. Dann nehme ich mir das Backblech, besprühe es ein bisschen mit Wasser, damit das Backpapier daran haften bleibt. Dann kommt der Teig direkt aufs Backblech. Du siehst, der ist schon sehr, sehr zäh. Und dann streiche ich ihn glatt. Das dauert ein bisschen, aber funktioniert ganz gut. Und wenn du ihn schön glatt gestrichen hast, dann kommen auch schon die Äpfel oben drauf. Und wenn die Äpfel oben drauf sind, dann drücke ich die noch richtig in den Teig hinein, ganz nach unten. Denn so bleiben sie auch schön tief drin und der Teig kann hochgehen. Den Zucker mische ich mit dem Mandelblättchen, mische das Ganze durch und verteile es direkt auf die Äpfel. Oh, das sieht lecker aus und das schmeckt auch super gut. Ab in den Backofen, 35 bis 40 Minuten in der unteren Schiene backen. Und ich kann dir versprechen, es duftet wunderbar. Gleich siehst du, wo du mir in Instagram noch folgen kannst und auch in den weiteren Kanälen. Und wenn der Kuchen so schön hoch geht, dann kannst du ihn gleich direkt warm servieren. Ich serviere ihn gerne mit geschlagener Sahne oder reiner Vanillesoße. Das ist super lecker. Und natürlich zeige ich dir auch gleich noch den Anschnitt. Also bleib noch die Minute dran und schau es dir an. Wenn dir solche Rezepte gefallen, dann schau mal rechts oben. Da werde ich dir noch ein paar super leckere Rezepte weiter verlinken, die ich unheimlich klasse finde. So, und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Nachbacken und ich freue mich, dich in eines der nächsten Videos zu sehen. Bis dahin, deine Silke von Anders Backen.